Zwei Bände mit insgesamt 1500 Seiten und ebenso vielen Abbildungen, Plänen und Karten. Die neu veröffentlichte Geschichte der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist ein wahres Schwergewicht und das auch inhaltlich. Am Samstag stellten die beiden Herausgeber Andreas Holzem und Wolfgang Zimmermann das Werk im Haus der katholischen Kirche in Stuttgart vor. Uns war klar, dass eine Diözese, die als Verwaltungsakt im frühen 19. Jahrhundert gegründet wurde, aus vielen regionalen, kulturellen, religiösen Traditionen gelebt hat. Und diese Traditionen wollten wir darstellen vom Beginn des Christentums an der Wende von der Antike zum Mittelalter bis in unsere Gegenwarten. Mehr als 80 Autorinnen und Autoren arbeiteten an der Gesamtdarstellung. Herausgekommen ist ein Buch, das nicht nur zeitlich, sondern auch thematisch möglichst umfassend die Geschichte des Glaubens auf dem Gebiet der Diözese abbildet. Denn es erzählt auch aus dem Leben der einfachen Gläubigen. Das Eindrückliche ist, glaube ich, immer wieder die ganz unterschiedlichen Weisen festzustellen, zu sehen, in denen Menschen als Christen mit dem Christentum ihren Alltag zu bewältigen versuchen. Das sieht im 12. Jahrhundert signifikant anders aus als im 17. oder gar im 20. Dem 20. Jahrhundert ist dann auch der komplette zweite Band gewidmet. Er endet mit einem Kapitel von Bischof Gebhard Fürst über die Entwicklung im 21. Jahrhundert. Bischof Fürst als Initiator des Werkes zeigte sich tief beeindruckt. Diesen Tag habe er seit langem herbeigesehnt, so der Bischof. Die Geschichte der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist im Verlag Jan Torbeke erschienen und ab sofort zum Preis von 69 € im Buchhandel erhältlich.